Frau Wagenknecht, Sie verfolgen ja auch den Krieg sehr genau. Welche Rolle hat für Sie Selenskyj bislang gespielt und ist es Inszenierung oder macht er einen guten Job? Gut, er ist der Präsident eines überfallenen Landes und natürlich nutzt er alle Möglichkeiten in der Öffentlichkeit, auch gerade eben in westlichen Ländern, dafür zu werben, dass sein Land unterstützt wird. Das ist ja sein Job. Das ist auch nachvollziehbar. Trotzdem, finde ich, müssen wir immer wieder und auch bei allem Bewusstsein, dass es wichtig ist, die Ukraine zu unterstützen, vor allem auch humanitär, auch diplomatisch zu unterstützen, natürlich schon sehen, die Ukraine hat auch Interessen, die nicht unsere Interessen sind. Also ukrainisches Interesse ist es natürlich, die NATO immer mehr in den Krieg reinzuziehen, weil das ja ihre Chance erheblich erhöht, diesen Krieg zu gewinnen. Aber das kann nicht unser Interesse sein, weil das ist natürlich für uns eine wahnsinnig gefährliche Strategie. Und deswegen, glaube ich, muss man da auch immer noch unterscheiden. Also wie gesagt, er macht das für sein Land und das ist ja auch völlig legitim und völlig okay. Aber trotzdem haben wir hier auch noch unterschiedliche Interessen. Und ich muss sagen, ich finde schon bedauerlich, also ich habe wahrgenommen, dass er zum Beispiel in Istanbul, als da Verhandlungen ja am Laufen waren, da gab es ja einen Vorstoß von ukrainischer Seite, bestimmte Kompromisse zu machen. Und wenn man das durchgehalten hätte, hätte man den Krieg vielleicht schon beenden können. Ich weiß es nicht. Aber diese wurden dann wieder zurückgenommen. Und aktuell gibt es ja faktisch gar keine Grundlage für Verhandlungen. Und ehrlich gesagt ist mir die Strategie nicht klar. Also zu sagen, wir wollen jetzt Russland militärisch besiegen als Ukraine. Russland ist eine Atommacht. Und dass Russland sozusagen sich komplett geschlagen gibt, komplett die Ukraine verlässt, ohne alle militärischen Karten ausgereizt zu haben, das sehe ich nicht. Und deswegen glaube ich, kann der Krieg nur durch einen Kompromiss beendet werden. Der Kompromiss darf nicht sein, dass die Ukraine ein russisches Protektorat wird. Das ist ja kein Kompromiss, das wäre ja eine Unterwerfung. Aber es wird meines Erachtens auch nicht darauf hinauslaufen, dass Russland irgendwann sagt, okay, wir gehen jetzt hier raus, wir räumen alles und ihr habt den Krieg gewonnen. Weil was da vorher passieren würde, das wäre so schrecklich, dass man das meines Erachtens nicht riskieren darf. Aber Frau Wagenknecht, wir haben doch schon erlebt, dass es funktionieren kann, dass russische Truppen sich zurückziehen, nämlich in Kiew. Das ursprüngliche Ziel von Wladimir Putin war, die Hauptstadt einzunehmen und durch militärische Stärke, durch westliche Waffen, durch kluge Militärstrategie in Kiew hat man es geschafft, dass die russischen Soldaten nicht in die Hauptstadt gekommen sind. Jetzt geht es um den Osten und auch da, ich war letzte Woche noch vor Ort im Donbass, sagen mir dort die Militärs und auch die Soldaten, dass sie imstande sind, sich dort zu verteidigen und dass sie sich auch imstande fühlen, bestimmte besetzte Gebiete zurückzuerobern im Donbass. Und da ist doch die klare Frage, wenn Sie sagen, die Ukrainer hätten einen Kompromiss nicht möglich gemacht. Die Tatsache ist doch, dass Wladimir Putin sich dagegen sperrt, mit Wladimir Selenskyj überhaupt zu sprechen. Aber es gab ja Verhandlungen, also nicht zwischen Putin und Selenskyj, aber zwischen russischer Seite und ukrainischer Seite. Das war ja ein ganz wichtiger Weg und man hat ja dort so einen Korridor ausgehandelt. Und Sie haben ja in einem Punkt recht. Ich glaube schon, dass die russische Führung am Anfang eine ganz andere Vorstellung davon hatte, wie dieser Krieg laufen wird. Also offensichtlich hatten sie die Vorstellung, wir gehen da rein und nach 6 Tagen sind wir in Kiew. Diese Vorstellung ist gescheitert. Also das war eine völlige Verkennung der Realität. Sie haben dann ihre Positionen umgruppiert. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt, ich meine, sie haben ja schon langsam, aber doch eben, sie haben jetzt die Südflanke erheblich besetzt, sie haben im Donbass einiges besetzt und sie werden dort nicht einfach so mal wieder abziehen. Sie haben ja noch ein immenses Waffenpotenzial, sie haben enorme Ressourcen, sie haben auch noch viel schlimmere Waffen, als bisher eingesetzt wurden. Und bevor sie dort abziehen, werden sie sicherlich das, was sie militärisch können, auch zum Einsatz bringen. Und die Frage ist, wollen wir das? Und was passiert vor allem, wenn das immer mehr eskaliert? Also wenn immer mehr Waffen dann auch der NATO eingesetzt werden, wird auch Putin brutalere Waffen einsetzen. Und Sie haben ja vorhin zu Recht gesagt, und das ist ja auch geschildert, der Kollege, der gestorben ist. Ich meine, jeden Tag sterben Frauen, sterben Kinder. Wenn man eine Möglichkeit hätte, mit einem Kompromiss diesen Krieg zu beenden, wie viele Tausende, Hunderttausende Menschenleben würde das retten? Und also ich persönlich, ich kenne auch, mir schreiben Ukrainerinnen und Ukrainer, die zum Beispiel jetzt in Deutschland sind, die haben mir geschrieben, dass sie wirklich alles sich sehnlichst wünschen, dass der Krieg endet, weil ihre Männer sind dort,
Die können auch nicht raus und sie haben eine wahnsinnige Angst, dass sie irgendwann eingezogen werden, kämpfen müssen und fallen. Und das sind dann junge Männer, Familienväter. Das ist doch schrecklich. Das muss man doch beenden.